Hallo an allen, willkommen zurück zu Warframe und heute wieder zum Steelpath. Wir sind ja aktuell immer noch auf Ceres unterwegs, da fehlen uns aber gar nicht mehr so viele Missionen, sind nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Missionen, bis wir weiter zum Jupiter können. Und heute gehen wir natürlich, wie gesagt, die Mission weiter an auf Ceres und zwar fangen wir da heute mit Ton an. Das ist eine Sabotagemission. Und ich würde sagen, da gehen wir direkt mal rein. Wir machen natürlich die normale, nicht die Albtraum-Mission. Aber genau, ich habe Revenant Prime ausgerüstet. Ich hoffe mal, dass wir damit in der Sabotage-Mission gut zurechtkommen werden. Aber das schauen wir gleich mal, was wir hier überhaupt alles genau machen müssen in der Sabotage-Mission. Was hier erwartet wird. Muss natürlich immer darauf achten jetzt, dass wir genug Energie haben. Um den Mesmer-Skin wieder zu aktivieren, falls der weg sein sollte. Aber aktuell geht's ja sogar noch. Aktuell hätten wir noch genug Energie. Aber das könnte auch schnell... Könnte sich auch schnell ändern. Wir müssen auf jeden... Oh, nicht runterfallen hier. Oh, nein, das wollte ich nicht. Oh, jetzt ist die Energie weg. So schnell geht's. Wir müssen erstmal das Kühlsystem aktivieren. Und zwar müssen wir da jetzt einfach geradeaus weiter durch. Hier können wir hoffentlich, ach, ja, können wir hoch, perfekt. Gut, da müssen wir einmal hier durch. Einmal hier durch, hier durch. So, hier auf der Seite weiter. Und hier geht's dann weiter. So. Und dann einmal hier das rausnehmen. Jetzt können wir auch hier in der Mitte durch. Und dann einmal das Kühlsystem deaktivieren. Da müssen wir ganz da runter, okay. Ich versuche mal hier ein paar zu killen. Okay, so können wir hier nicht durch, das ist blöd. Das müssen wir irgendwo deaktivieren. Wenn es irgendwo funktioniert. Weiß gerade nicht wo. Und wir gehen einfach durch, das kann auch sein. Leider droppt keine Energie. Setzen wir einmal den Alarm zurück. So. Okay, dann müssen wir vielleicht gleich eine Energieplatte runtersetzen. Energienachschub. Okay, dann gehen wir da jetzt einfach so durch, würde ich sagen. Ja, das passt auch. Wenn wir die zerstören. Und dann müssen wir einmal hier runter. Und das hier reinsetzen. Perfekt. Und jetzt müssen wir den Reaktor noch neu starten. Ne, hier hoch sollte ich nicht, sondern da rein. So, perfekt. Ist die Frage, ob wir es zerstören müssen? Ja, müssen wir. Perfekt. Das ist nämlich entspannt, wenn wir es nicht verteidigen müssen. Und damit sind auch schon alle weg. Und wir können Richtung Sprengtür, heißt anscheinend. Aber ich fände es cool, wenn hier jetzt mal hier ein bisschen Energie droppen würde. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie. So, machen wir den auch noch kurz weg. Perfekt. Und dann gehen wir weiter. Noch 150 Meter, dann haben wir es geschafft. Oh, nicht runterfallen bitte. Ah, Mann, schon wieder runtergefallen. Okay, heute läuft es irgendwie nicht so in der Folge. Hoffentlich wird es besser nachher. Wir müssen hier hoch. Eins weiter nach oben. Und dann da hoch und dann da hoch. Perfekt, so. So, und jetzt müssen wir einmal die Türe hier öffnen. Nehmen wir einen schnellen Dechiffrierer dafür. Und dann können wir auch schon raus zum Extraktionspunkt. Zur Extraction. Einmal darunter. Wupp. An allen vorbei. Oh nö, jetzt spawnt auch noch jemand hier. Der Ding. Dann brauchen wir ein bisschen Energie. Okay, wo ist er? Da vorne.
So, machen wir den mal noch schnell down. Perfekt. So. Zwei Steel Essence bekommen natürlich wieder. Und ein Arcane. Oh. Orokin-Zellen nehmen wir natürlich auch gerne mit, auch wenn wir eigentlich genug haben, glaube ich. So, und dann gehen wir natürlich hier auch schnell raus. Perfekt. Die erste Mission heute schon erfolgreich geschafft. Und wir haben Arcane sekundäre Unerbittlichkeit bekommen. Können wir nachher mal am Ende der Folge schauen, ob wir da einen Arcane hochleveln können, auf upgraden können, so, das wollte ich sagen. Gut, erste Mission geschafft, hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, die Sabotage-Mission. Aber wir gehen jetzt auch direkt schon weiter in die nächste Sabotage-Mission und schauen mal, wie lange die braucht, wie lange das dauert. In Sabotage Care heißt die. Mal schauen, ob das gleiche Teilset ist. In der letzten Folge haben wir ja zweimal das gleiche Teilset gehabt bei der Verteidigungsmission. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal da vorbei. Their rage is vehement, their focus impressive. Give them all warriors death. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Ja, die... Search them out if you are willing to shoulder the added risk. Die wollen wir nicht suchen. Uns geht es nur darum, dass wir die Mission hier erfolgreich abschließen und auf der Sternkarte weiterkommen im Steel Path. So, dann müssen wir noch 150 Meter hier durch. Und dann die Datenmasse hochladen am Terminal. Das heißt, es wird vermutlich eine Verteidigungsmission. Oder ich gehe zumindest davon aus, dass es so wird. Aber schauen wir mal. Okay, können wir da hochspringen? Ja, schaffen wir. Perfekt. Ah ne, okay, müssen wir doch nicht. Ja, wir werden hier schon gut angegriffen, auf jeden Fall. Aber wir sind auch gleich schon am Reaktor. Einmal da hoch noch, perfekt. Und dann einmal hier alles zerstören. Bam! Okay, und das war's auch schon. Okay, okay, das war jetzt dafür eine sehr, sehr schnelle Sabotagemission. So kann's auch gehen. Nice, nicht schlecht. Gut. Ich will mich nicht beschweren. Die letzte hätte auch so schnell sein können. Und dann sind wir auch schon bei der Extraction. Sehr, sehr cool. Und damit haben wir zwei Missionen schon geschafft heute. Das heißt, heute sollten wir auf jeden Fall drei Missionen in der Folge schaffen. Mal schauen, was uns hier als nächstes dann erwartet. Wir haben jetzt ja eine weitere Mission freigeschaltet durch die Mission, die wir jetzt gerade gemacht haben. Da war nämlich noch ein Punkt dahinter gelockt. Oder zwei sogar. Zwei, glaube ich, oder? Müssten sogar zwei sein. Ja, einmal hier. Ludi ist eine Entführungsmission. Und dann noch Draco eine Überlebensmission. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach in die Draco-Überlebensmission rein. Und machen die heute noch. Und dann haben wir noch ein, zwei, noch vier Missionen in der nächsten Folge, die wir machen müssen. Aber mal schauen, ob wir das schaffen. Oder ob wir dafür zwei Folgen brauchen. Bin ich mal gespannt. Einmal Alarm auslösen. Okay, wir müssen eine Konsole zum Hacken finden. Geht es nicht selber auf? Doch, okay. Gerade schon gedacht. So, und dann gehen wir zum Live-Support hier vorne. Und kämpfen dort. Gegen die Grineer sind es, glaube ich. Wenn die mal kommen wollen. Okay, will anscheinend keiner kommen. Auch okay. Was heißt okay? Okay ist nicht, weil eigentlich brauche ich die Gegner. Okay, aber das sind sie. Sehr cool. Und los geht's. Rein in das Gemetzel. Wir machen mal Roar von Rhino an. Da machen wir ein bisschen mehr Schaden. Kommen wir hier besser durch. Fokus nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, und dann sollte die Mission auf jeden Fall gar kein Problem werden. Außer uns geht der Live-Support flöten irgendwie, dass wir nicht mehr genug haben. Aber ich glaube, sollte bis jetzt noch gut passen.
Und wenn wir hier so viele Gegner auch weiterhin kommen, dann sollten wir da auf jeden Fall auch genug gedroppt bekommen von denen. Kann auch mal wieder Roar aktivieren. Der Messner-Skin geht echt ganz schön schnell runter hier, wenn die auf mich schießen. Natürlich müssen wir jetzt 5 Minuten drin bleiben. Wissen wir ja schon alles und kennt ihr ja auf jeden Fall auch schon. Ist ja nicht die erste Survival-Mission, die wir machen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Gegner immer stärker werden. Das definitiv. Halten immer mehr aus. Aber trotzdem auf jeden Fall noch gut machbar mit Revenant. Oh, wir müssen einmal nachladen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich die Energie lieber spare für den Messmaskin oder ob ich Raw aktiviere nochmal. Na, schwierig. Nochmal Messmaskin aktivieren einmal. Okay, wir machen hier aber echt richtig viele Gegner weg. Wir sind schon bei 200, krass. Messmaskin aktivieren und Raw auch nochmal nehmen. So, perfekt. Dann einmal nachladen, die Kuwanukor. Nochmal Messmaskin aktivieren. Kuwanukor nachladen. Wir sind aktuell bei 66%. Mal schauen, ob wir das eine aktivieren müssen vielleicht. Könnte ich mir sogar vorstellen. Weil die gerade droppen irgendwie nicht so viel. Na, ist halt wieder jemand was getroppt. Ah, nochmal jemand, okay. Muss ich nur einmal beschweren, dann klappt's wieder. Einmal Messmaskin nochmal aktivieren. Eigentlich könnte ich die auch enthrallen. Dann kämpfen die nicht gegen mich, sondern für mich. Jetzt können die schön hier gegeneinander kämpfen. Können wir zugucken. Dann bekommen wir nicht so viel Schaden. Natürlich nicht, bekommen wir dann aber auch nicht so viel Live-Support. Muss man natürlich auch sehen. Okay, und hier spawnt. Wer spawnt hier? Es spawnt der Wahn. Okay. Dann können wir Multiplikator mal wieder kurz hochbekommen. Und dann können wir Wahn auch schnell wegmachen, hoffentlich. Jawohl, haben wir auch geschafft. Perfekt. Und Extraction ist auch schon da. Das heißt, wir machen die Gegner hier mal kurz noch alle weg. Die gerade für uns kämpfen. So, hier sind noch ein paar. Und dann bewegen wir uns jetzt auch gleich schon mal Richtung Ausgang. Aktivieren einmal noch den Messmaskin, dass wir hier auf der sicheren Seite sind. Und dann gehen wir raus. So, nach da oben. Upp. Einmal hoch. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft, wenn wir hier draußen sind. Dann haben wir heute 3 Missionen in der einen Folge geschafft. Sehr cool.
Bam, draußen. Dann schauen wir gleich mal noch nach den Arcanes. Zwei Steel Essence natürlich wieder bekommen und sekundärer Deadhead. Ein bisschen Fokus auch, das ist auch immer gut zu haben auf jeden Fall. Und dann sind wir auch schon fertig für heute mit den Missionen. Wir gehen jetzt mal noch schnell zu den Arcanes. Und müssen nach sekundär gucken. Deadhead können wir aufwerten, sehr cool, nice. Sind wir da schon auf Rang 4? Nice, okay, dann haben wir es bald voll. Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Geschick können wir noch nicht machen. Und Unerbittlichkeit natürlich auch nicht. Ich glaube, bei Primär können wir auch aktuell noch nichts machen. Deadhead brauchen wir noch einen mehr. Und Geschick brauchen wir, oh, noch drei mehr. Okay, sehr cool. Jetzt kommen wir da auf jeden Fall auch langsam auf Level 5 bei den ganzen Arcanes, wenn es so weitergeht hier im Steel Path. Und wir haben jetzt wirklich nur noch 4 Missionen übrig. Einmal Lex, eine Gefangennahmemission, dann Ludi, die Entführungsmission und dann noch die Attentatmission und Gabi, was ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, was es ist. Genau, aber die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann angehen. Für heute war es das dann wieder und ich hoffe auch, dass euch die Folge heute wieder gefallen hat. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.